Und hallo und herzlich willkommen bei Nakobakot. Wir spielen hier weiter mit Torkitori. Ich sollte mich bei Steam mal kurz abmelden. Ja. Offline. So. Ich will kurz mal das Level. Ich kann das Level nicht vom Weitem anschauen. Wie mache ich das jetzt? Ich weiß noch, dass ich in der letzten Partie hängen geblieben bin. Und das ist ungefähr über eine Woche her. Es ist so, wenn ich mal was nicht weiterkomme, will ich das auch nicht weiterspielen. Es muss noch einen Weg geben. Ah ja, ich bin hier immer stehen geblieben und kam nicht runter. Ich kann dich nehmen. Komme so rüber, nehme dich. Dich, dich. So. Das wird wieder nicht passen, glaube ich. Und jetzt habe ich vergessen, Skype. Ich hoffe, das nervt nicht so sehr. Ich hoffe, der nimmt auch die Skype-Geräusche nicht auf. Ah ja, ich muss die Brücke machen. Ja, wie ging's weiter? Ich mach wieder dasselbe wie letztes Mal, glaube ich. Ah ja, stimmt. Ich hatte eine Brücke frei. Und wieso habe ich jetzt vier? Das schmeiße ich nach unten. Ach nö. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Nein! Alter, dreh dich doch nur um! Okay, das hat man nicht gehört. Hoffe ich. Hier kommen noch 1, 2, 3 Brücken. 4. Nein, es kommt nur 2, weil der nach unten kommt. Aber wie komme ich hier wieder hoch? Das war die Frage mal. Gut, ich mach mal kurz den Skype. So. Ich hoffe, jetzt stört niemand. Endgültig. Wie komme ich hier nochmal weiter? Hier bin ich ja letztes Mal stecken geblieben. Rüber komme ich auch nicht. Ich habe zwei Teleports, aber ich kann es nicht einsetzen. Warum? Nach unten kam ich nicht, oder? Na, da gab ich dort. Nein! Oh je. Warte mal. Ach so. Ah, ich hab's kapiert. Schneller zurück. Hihi. So, das müsste reichen. Ich mache hier die Brücke rein, die eine, die frei war. Nun kann ich auch nach oben mit dem Teleport. Ah, das war aber leicht und ich komme nicht da drauf. Ich habe mich gefragt, für was ich die Teleports brauche. Nein! Oh, ich hasse diese Ecke da. Ich komme hoch. So, jetzt kann ich dich schmeißen. Ich hatte ja auch dir einen Teleport übrig, die ich immer. Hops, Schluck auf. Hatte. So. Jetzt komme ich endlich weiter. Endlich, ich habe das Level geschafft. Ja.
Und es hat wieder nur 5 Minuten gedauert. Wow. Mit Preisstörung mittendrin. Hallo, Bruder des Schoss. Ah ja, Schleim. Das ist normal. Komme ich hier rechts entlang? Das ist ein Mario-Schlucht. Rohr, besser gesagt. Und Giftgase. Gut, das Level ist vorbei. In welchem Level sind wir jetzt? Schleimkanal. Was ist das grüne Zeug? Bring Toki Tori so schnell wie möglich durch diese schleimige Kanalisation. So, meide die Schnecken. Mit diesem Gerät wirst du sie los. Wenn man den Schneckensauger verwendet und eine Schnecke auf der gleichen horizontalen Ebene ist, wird sie zu Toki Tori in den Schneckensauger gezogen. Bewegt sich eine Schnecke von Toki Tori weg, wird durch eine Kurzaktivierung des Schneckensaugers nur die Richtung der Schnecke geändert. Es kostet ein Objekt, die Schnecke komplett in den Schneckensauger zu saugen. Vergiss das nicht. Manche Levels schaffst du nur so. Okay. Dann mache ich das mal. Sieht doch toll aus. Nach so einem Level freut man sich ja. Das sind die Schnecken. Lecker. Sowas isst man doch immer gerne. Was ist das Ei? Ach so. Okay, die sehen in diesem Level so aus. So, diesmal hoffe ich, dass wir nicht stecken bleiben irgendwo. Wie komme ich hier vorbei? Achso, da kommt man vorbei. Ich dachte, an dem Rohr kommt man nicht hier vorbei. Warte, ich schau mal erstmal das Level. Ich kann runterfallen und dicht nehmen. Und dann dorthin. Kann ich darauf klettern, dahin. Und dann habe ich keine Ahnung. Wir nehmen erstmal den hier. Ist das denn nicht giftig in diesem grünen Zeug? Ich glaube, wir haben die Level schon verkackt. Mist. Ich glaube, ich weiß, was wir falsch gemacht haben. So, den Schnecker haben wir sind wir los, weil wenn ich jetzt da runter ging, wäre ich tot. Erst nehme ich dich, dann dich. Warte, war es das richtig, dass ich... ich glaube... Ich habe einen Fehler. Wir können gerade wieder neu. Ich glaube, das wird schon tricky. Hey, wo bin ich? Okay, ich hab's kapiert. Man kann die Richtung ändern und darf hier gar nichts verschwenden. Aber jetzt muss ich schnell handeln. Denn er kommt wieder zurück. Okay, das war easy. Ich kann die Richtung ändern, wenn ich leicht antippe. An die Fähigkeit. Den unten muss ich reinsaugen. So, da komme ich runter. Jetzt fehlen nur noch 2 Stück. Habe ich jetzt irgendwo Fehler gemacht? Ah, fuck. Geh hoch. Dreh dich. Und setz die Brücke. So, jetzt komme ich hier ran.
war zu schnell drauf fixiert, den Wurm zu töten. Einzusorgen, besser gesagt. Dabei habe ich das übersehen. Aber es läuft ja jetzt. Ui, da verschwinde ich. Auf zu Level 3. Mit dem Sofortstein kann Tokitori etwas Kessel werfen. Er wird zu einem massiven Stein, sobald er den Boden berührt. So füllst du die Lücken und erreichst höhere Ebenen. Das heißt, ich muss ihn jetzt hier anwenden. Blue? Mensch. Nein! So. War klar. Muss ich da unten noch eine werfen? Ah, fuck. Also ich brauche hier ein Aim. Wie komme ich da hoch? Ah, warte, ich verstehe. Nein! Boah, das war knapp. Scheiße, das war eins zu viel. Gut, dann müssen wir es so machen. Nicht. Okay, das hat noch geklappt. Da mir einen Platz gespart, damit wir schneller durchkommen. Durch das Lösen des Levels hast du die Bonuslevel dieser Welt freigeschaltet. Okay. Danke, das ist gut zu wissen, denn ich brauche das später. Vielleicht. 9 Eier. Ich habe jetzt mehrere Wege und mehrere Schleims. 7 Steine, die ich verwerten kann. 2 Teleports und eine Brücke. Das heißt, die Schleims darf ich gar nicht berühren oder nicht. Ich kann es nicht einsorgen. Bin gerade noch am Schauen. Hetz mich nicht. Ich kann hier schon mal hin. Hier kann ich dich schmeißen. Hier könnte ich eigentlich eine Brücke machen. Verdammt. Das heißt, hier muss ich einen Stein werfen. Das hat 2, 3 Steine gekostet für den Scheiß. Ei. Hier muss ich auch einen Stein verwenden. Dann habe ich alles, was oben ist. Gut. Jetzt gehen wir einen Stockwerk runter. Wir können dieses einnehmen. Hier ist jetzt hier knifflig. Was mache ich mit denen da unten? Ich kann hier runter und kann eins nehmen. Okay, machen wir ganz schnell. Oh. Ups. Das habe ich nicht beachtet. Okay, wie machen wir das dann? Wir können. Du bist darunter. Dann können wir die 3 nehmen. Können dann hier weiter. Hier runter. Ein Stein. Zweiter Stein. Dritter Stein. Ich brauche einen Stein mehr. Oder brauche ich wirklich einen Stein mehr? Nein, ich brauche hier nur einen Stein. Ich brauche einen Stein hier und dann 2 Brücken.
kann dann hier hoch. Wieder runter. Okay, machen wir jetzt mal. Nein! Ah, Mann, nee. Ich dachte, ich bin schnell genug. So, jetzt wird's abgewartet. Ich will immer noch diese Vorspultaste. Cool, dass der Rohr hier wackelt. Diese Animation sehe ich auch erst. Okay, das haben wir. Zu euch zwei komme ich später. Hier werfe ich den Stein rein. Eine Brücke. Eine zweite. Fuck, da komme ich auch nicht raus. Doch, ich komme da raus. Nein, ich komme da nicht raus. Nein. Das ist unfair. Nein! Ich trottel. So, wie komme ich jetzt an den ran? Wenn ich an den reinkomme, komme ich nicht mehr raus. Oder? Ja. Ich komme da nicht. Nein! Na, oh, falsche Taste gedrückt. Wie die denn leuchten, wenn sie mich treffen? Wie mache ich das? An dem komme ich auch nicht. Ich habe nur einen Stein zur Verfügung und zwei Teleports. Falsche Taste. Aber das seid ihr jetzt gewöhnt, oder? Nein, ich habe neuen Versuch gedrückt. Okay, das heißt, wir machen das beim nächsten Part weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adieu.